ein besseres Spiel als gerade. Willkommen zu diesem Freunde, liebe Freunde, willkommen in diesem Stollen. Die Nutmegs gegen die Wolves. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Erstmal dazwischen gegangen wieder. Guter Vorstoß von den Wolves. Jetzt ist es gefährlich. Was macht er draus? Nochmal zurück. Ja, leg zurück. Ball ist weg. Oh. Schön, Kaui. Oh, sie lassen sich den Ball abnehmen. Ist weg. Jetzt gibt's einen Einwurf. Der Ball ist weg. Oh, schade. Oh. Die Wolves über außen und da wäre jetzt Platz da. Schade. Früh. Früh gedreht. Ball fliegt hoch ein. Kein Abseits. Ne, war gleiche Linie. Oh shit. Das meine ich. Also das ist so lange gespeichert. Kommt jetzt die Flanke rein. Schuss kommt nicht durch. Pass wird abgefangen. Ach, schade. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Schönes Zuspiel hier. Ja, war aber echt verhungern, ey. Nein! Schöner Ball. Das ist ein vielversprechender Pass. Oh, da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Chance zur Führung. Schön. Oh, das gibt's doch nicht. So, jetzt haben sie erstmal wieder den Ball. Was für eine Szene, da hat wirklich nicht viel gefehlt. Der Alu-Treffer. Wei. Wenn der reingeht, wenn der landet, dann gehen sie und diese Chance. Ja, schön. Ganz starke Szene. Jetzt, wenn wir Meister geworden wären. In der 20. Minute. Und der Mut wird belohnt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Stark. Boah. Ja, ich habe den hoch gefordert. Ich wollte jetzt den über die spielen. Ich muss sagen, ja, war ja gut. Und ausgehebelt. Die Wurst geben den Ballbesitz ab. Schöne Aktion, Steilpass. Mann, der muss abseits sein. Da hat nicht jeder mit gerechnet. Ah, ich auch nicht, da bin ich ganz ehrlich. Hand zur Seite. Eine ganz enge Geschichte. So. Mit Auge. Wichtig, oh, natürlich. Schade. Hast du nochmal? Sieht gefährlich aus. Den Ball. Den Schuss. Oh, schade. Shit. Schon gespielt. Okay. Ecke in die Mitte. Oh, nee. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da... Aber Eck, müssen wir uns noch mal irgendwas überlegen. Da haben wir noch nie irgendwie was gefunden, wo einer mal mehr als ein paar Tore gemacht hat. Oder? Ja, mehr als Kopf. Ja, eins auf einmal geht doch nicht. Kann mich da nicht erinnern. Das war in einem anderen Leben. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Sehr gut gesehen, der Torwart. Das
war nicht gut vom Torwart. Ja. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Könnte gefährlich werden. Ja. Oh, schön Vorschlag. Oh, schade. Fass es. Aber sehr schön gespielt. Danke. Wir haben sogar Talent serviert. Keine gute Aktion. Nein. Wieder Ballverlust. Jetzt vielleicht die Flanke. Da kommt oh, die Flanke noch. Ja, könnte was werden. Volley genommen. Okay. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Messi. Warum ist da kein Innenverteidiger auf der Seite? Weil der König das vorberechnet hat, dass der Ball genau dahin kommt und deswegen konnte er seine Position verlassen. Er hat eben über Dennis geschimpft, ne? Ja, ne, da wäre der alleine aufs Tor zugelaufen, andere. Ja, so ist er doch auch alleine aufs Tor zugelaufen, oder nicht? Ja, aber der andere. Nee. Der andere aber. Nicht der. Traumhaft! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung muss ein Schuss im Rücken. Oh, dann wäre der andere allein aufs Tor gelaufen. Das haben wir erfolgreich verhindert. Und der andere. Mit dem blau-rot gestreiften Trikot. Wie heißt der andere? Ich könnte es ja mal selber probieren, ob ihr es besser könnt. Ganz einfach. Aber das hat doch damit nichts zu tun. Macht der Dennis doch gerade. Das ist doch, das sieht man doch. Spiellinie. Du, das sind zwei Spieler, ich muss mich halt für einen entscheiden, oder? Nein, du hast eine Position zu spielen. Du musst dich nicht für einen Spieler entscheiden. Du spielst rechter Innenverteidiger, musst du nicht links spielen. Was ist das für eine sinnlose Diskussion? Ja, der entscheidet sich für den Hübscheren, das ist doch ganz normal. Jens darf das. Binni, du kannst auch mal zwei oder drei decken. Ich nicht so an. Binni, du weißt doch, wenn du dich entschieden hast, dann immer für den anderen. Es ist egal, was du machst. Ich immer falsch. Ich weiß. Ha! Meine Fresse! Gute Chance! Ach! Dasselbe haben wir gerade eben über den Dennis gesagt. Dann spielt der Dennis als linker Innenverteidiger plötzlich Rechtsverteidiger, wo der Ding gehört. Nee, wenn der Dennis da gewesen wäre, wäre er an dem gewesen, wo ich dran war jetzt. Und ich hätte aber schon ausrücken können. Ja? Wenn du und Dennis auf einer Linie spielst, dann steht der Typ, den ihr beide gedeckt habt, im Abseits. So viel mal dazu. Und der andere läuft nicht frei aufs Tor. Da ist aber Beef in der Abwehr. Vom Stürmer nichts erzählen, der hat keine Ahnung. Der hat noch nie IV gespielt und will dir erklären, wie die IV zu spielen hast hier. Der ist ja bescheuert. Macht hinten die gleiche Böcke, aber immer große Klappe. Das bin ich. Ja, noch da muss man nie, wenn ich mich über irgendwas beschwert habe, habe ich mich noch nie davon ausgenommen. Ich sag's ja, doch, der Stürmer ist jetzt nicht passiert. Hättest du jetzt auf deiner Position gespielt, dann wäre das gar nicht passiert. Wenn du auf deiner gespielt hättest, da hat er einen Punkt. Wenn du als IV Konstantin jetzt da gewesen wärst, dann wärst du richtig gewesen. Dann wärst du in dem Mann gewesen, dann hätte ich da nicht hin müssen. Oh, ist das traumhaft. Mann, wie dieser Stürmer die Tore macht. Ja. Und wie der ZDM da die tödliche Kiste spielt. Einfach ein Traumkombination. Das ist ein Schuss. Da hast du richtig die Rädchen malen hören. Bin ich IV? Muss ich den jetzt rausknüppeln? Ah ne, ich bin der Stürmer. Deswegen dem Dennis. Das ist pure Eifersucht im Spiel, ey. Da gehen sie dazwischen. Ne, das ist halt wieder so dasselbe Thema wie sonst auch, ne? Ja, wer ist vorn, wer ist oben und wer ist unten? Es hieß am Anfang, als ich den Verein kam, hieß es, dass ja, uns genau. Durch konstruktive Kritik, ne? Und immer wenn du was sagst, fängst du an hier rum zu diskutieren. Ja, da war ja der Paragraph 3a nicht dabei. Konstruktive Kritik, ja, aber nicht beim Günni. Das steht so in der Satzung. Sonst wäre nicht so in den Verein gekommen. Hat er ganz klar so gesagt. Da
kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Sehr schön, Weg frei gemacht. Oh, den Mann kannst du mal machen, Gunni. Ja, ist keine mehr. Ja, der Ball geht knapp über die Latte, das hätte er Abschiedsspiel. Oh, ganz stark. Ja. Best Comedy. Das ist Impro-Comedy, was wir hier machen. Finde ich sehr gut. Wir müssen eigentlich viel mehr Zuschauer haben. Die Bekloppten. Oh, hier ist das immer so unter E-Sports angemeldet. Vielleicht hätten wir es unter Comedy. Weißt du, dann haben wir vielleicht mal Zuschauer. Jetzt gibt's hier ich Benny Hill Musik drunter. Ach doch. Schön, Güdi. Es gibt doch diese Behinderten-Comedy mit Rollstuhlfahrern und so. Tourette. Wir haben alle Tourette. Ja, Spielvereinigung Tourette. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ich hasse Menschen. Grundvoraus. Dafür brauche ich kein Tourette, das ist ein Fakt. Messi. Flanke kommt rein. Oh, gerade EV. Kommen Sie doch wieder rein in dieses Spiel. Nur noch ein Tor Rückstand. Wo ist der Ball? Ich sehe ihn nicht mehr. Oh, er ist kaputt. 3-2 also. Da ist alles drin. Warum nicht einfach flach? Schönes Ding. Ja. Also als konstruktiver Kick. Da war eine riesen Lücke und dann, wenn du da, also Theo meine ich jetzt, wenn du den einfach flach da reinspielst, ist die Chance viel größer, dass wir den bekommen. Ja, tut mir leid, dass ich in die Lücke geköpft habe. Oh, schade. Schade. Zack! IV hat den gemacht. Ja, der IV ist nämlich 6 cm größer. Die Nutmex jetzt mit dem Angriff. 10 cm. Situation ist weiter immer noch gefährlich. Wie hat er hier dafür woanders? Am Zopf? Was ist los mit dir? Ich hatte ja schon 57. Auf dem Pferdeschwanz. Du meinst die Frisur? Sorry, Ani. Ich hätte aber auch den Pucki einfach mal mitnehmen können. 20 Minuten haben wir. Pack den doch mal in die Tasche und nimm den einfach mal mit. Steckt mal in den Haken. Oh. Die sind total verwirrt, was sie da machen. Er macht den auf einmal so viel Platz. Er fordert den Ball so blöd. Und, ja, aber wenn ihr fordert, müsst ihr auch da stehen bleiben. Ihr lauft weg, ihr fordert und lauft weg. Und dann spielt ihr den Ball dahin, wo ihr immer standet. Sexy Bitches. Also wenn ihr fordert, dann bleibt da stehen. Jetzt mal alle Finger weg von den Dingern. Die Problematik entsteht erst, seitdem ich vorne nicht mehr so fordern darf, wie ich soll, nachdem ich Antje gekriegt habe. Das war konstruktive Kritik. Hier wird das? Schade. Schade, Anni. Ich glaube, das war destruktive Kritik. Das hat was auch mit Auffassung von Kritik zu tun und Selbstreflexion und Selbstwertgefühl. Weißt du was? Ich liebe mich. Ich liebe mich. Oh, oh. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Spät gepasst. I don't give a fuck. Ball ist unterwegs. Ja, sehr schön. Sieht im Moment gut aus. Aber wenn immer so Antworten dann auf Kritik, dann kannst du es halt auch sein lassen. Mit Spieler nicht gesehen. I don't give a fuck. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Klasse gemacht, schön durchgesetzt, ein tolles Tor. Müde. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Ja, Gönni, du läufst weg! Geht da noch was? Ich liebe mich. Ich liebe mich. Was ist schon da wieder geschrieben? Du läufst weg! Ja, hab ich gemerkt. Du läufst hin. Du läufst fort, du läufst dort. Du darfst nur das sagen, was gemacht werden soll. Bleib stehen, komm her. Nicht, mach das nicht, das ist Kacke.
Ah, okay, ah, alles klar. Da war ein Loch im Rasen. Schubst du mich bis zur Eckfahne? Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie, nee, ich wollte den eigentlich direkt hoch auf den zweiten Pfosten spielen, weil da war nämlich ganz viel Luft. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Ja. Ach, Schweine. Boah, ganz stark, der Kaui. Ich war da, glaub, also es war noch einer nach mir, glaube ich, der mich berührt. Jesus, Gottes Hand war das. Ich habe damit nichts zu tun. Mal, hast du den auf einmal gefordert? Niemals, das darf ich doch gar nicht. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Liebe mich, ich liebe mich. Sie drängen auf den Ort. Schön. Vielleicht geht jetzt was. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht. Komm, ein Verteidiger. Zeig, was du kannst. Genau die Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Okay. Weiß ein Ein. Der letzten Minute, ey, leck mich halt doch. 30. Boah. Wieder Ecke. Oh Gott, ey. Alle vorne! Jawohl. Boah. Was denn? So, ich glaube, ein paar Wolken gehen, hat sie eben gesagt. Dann gehen wir erstmal raus. Ich muss mich daran erinnern. Ich brauche ein frisches T-Shirt, ey. Ich hab mich eingepisst. Ey, so ein souveräner Sieg. Und nie gefährdeter Sieg. Ey, jetzt ist gar kein Spieler in dem Ding drin. Wie geil. Ich eingepisst. Ich verstehe die ganze Aufregung gar nicht.